So, Hallöchen und willkommen zurück zu Minecraft. Hier sind wir auch wieder. Und zwar diesmal mit gleich drei Zeitgenossen. Ja, du kriegst ja auch gleich was zu essen. Ist ja gut. Und zwar einmal dem Niklas, den Marc. Das müsste der hier sein. Und das hier. Ne, der da war der Marc. Und das da war der Philipp, glaube ich. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall kriegen die jetzt erstmal hier was zu essen. Komm, ein paar Kekse gibt's einmal. Noch mehr Kekse. Und dann noch einmal ein paar Brote. Kämpft euch, streitet euch da mal drum. Und wir haben heute was relativ Großes doch eigentlich vor. Und zwar hatte ich ja einmal so in den Comments und so ein bisschen durchgefragt oder auch in den Videos durchgefragt, was wir denn hier genau eigentlich machen wollen mit dieser Bude hier. Also mit unserem eigentlichen Lagerhaus oder Grundhaus oder wie auch immer wir es nennen wollen. Letztlich dabei rumgekommen ist ja dann doch irgendwie, dass das Ganze eigentlich aus dem Berg rausgearbeitet werden soll und irgendwie dann auch mit schöneren Wänden und Säulen und was nicht allem gemacht werden soll. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal haufenweise Schaufeln und Spitzhacken und alles und holen dieses Ding hier irgendwie aus dem Berg raus. Das wird wohl einiges an Schaufelarbeit und da kann ich auf jeden Fall euch dann auch ganz gut wieder für gebrauchen. Also irgendwie, ihr nehmt euch am besten einfach mal hier, was da so rumliegt. Ich mach mal gerade noch ein paar Schaufeln. Denn, ich habe ja so die fertige Werkzeugtruhe und so immer noch nicht ordentlich gemacht. Da kann ich mich dann ja vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen drum kümmern, dass das auch endlich mal fertig wird im Community House. Aber bis da... Oh nee, das sind vielleicht ein paar viele Schippen. Okay, es waren jetzt trotzdem noch 16 Schippen. Ich schmeiß einfach mal so ein paar Schippen hin. Kann sich jeder mal irgendwie ein bisschen dran bedienen. Und dann könnt ihr einfach mal anfangen, komplett den im Grunde genommen ganzen Berg um das Ding drumherum irgendwie rauszureißen. Das wird natürlich schon einiges an harter und schwerer Arbeit. Aber gut, das kriegen wir wohl irgendwie hin und das geht natürlich mit vier Leuten auch eine ganze Ecke schneller. Ich muss, glaube ich, einmal gerade die Musik ein bisschen lauter machen. Die kommt mir so leise vor. Ja, die ist auch extrem leise. Na, machen wir mal. Na, so ist ganz gut. Jo, also genau, hier auf der linken Seite kann das im Grunde genommen alles weg und da drüber muss natürlich die Erde irgendwie runter und dann dahinter muss das auch alles freigemacht werden, sodass hier im Grunde genommen wirklich neue Säulen gemacht werden können, wir da schönere Wände einarbeiten können, ordentlich Fenster reinmachen können und eben das Ganze drumherum auch noch. Jo, dann könnt ihr da eigentlich mal lustig munter dran rummachen, wenn ihr das so wollt. Ihr fangt ja auch alle direkt wortlos an, das finde ich auch gar nicht schlecht eigentlich. Dann schmeiße ich mal gerade das restliche Eisen in die Öfen und sortiere die Werkzeuge ein und alles, was sonst noch so ansteht. Während ihr Sklaven da jetzt rumarbeitet wie sonst was für Hungerlöhne und nichts davon habt. Ach gut. Jo, so, das ist schon in Ordnung. Und dann kann ich das hier erstmal wieder einsortieren. Ich höre euch da oben ja rackern. Und wer nicht rackert, der kriegt direkt eine geballert, ne? Hier, Diamantschwert habe ich ja. Ne, habe ich gar nicht. Ich habe nur ein Eisenschwert, verflucht. Aber es ist verzaubert. Damit kann ich euch trotzdem gut platt machen. Okay, Steine weg. Zack. Oh, oh, ist aber schade. Das auch mit weg. Und Erde auch mit weg. Ne, Erde nehme ich erst noch. Was wollte ich denn machen? Habe ich hier noch eine? Genau, ich habe nämlich hier auch eine Schere. Das ist sehr gut. Und ich habe hier auch noch... Ne, Zäune habe ich nicht mehr. Leute, ich habe keine Zäune mehr. Ah, Zäune. Denn dann mache ich nämlich doch noch am Community House ein bisschen weiter. Ihr macht das da ja eigentlich jetzt ganz gut und vertrauenswürdig, hoffe ich mal. Viel falsch zu machen gibt es da ja eigentlich eh nicht. Von daher würde mich das auch schon ein bisschen wundern. Nun gut. So, ich gehe da hinten erstmal wieder hin, mache da erstmal ein bisschen weiter. Die Schere will ich holen, oder habe ich jetzt geholt, um da von dem Baum ein paar Blätter noch wegzuschneiden. Damit man da, wie beim Let's Play Together auch so ähnlich... im Grunde genommen so eine Art, ja, so Bodendecker oder sowas in der Richtung drumrum machen kann. Ist auch nicht, wie man das am besten nennt. Boah, geht das ab mit der Schere. Krasser Scheiß. Da-da-da-da-da-da-dam. Okay, so, den Rest gerade hier so rausholen. Und dann versuche ich das einfach mal ein bisschen schön zu machen. Ihr kommt da ja, wie es jetzt schon aussieht, ganz gut voran. Oh mein Gott. Das habe ich gedacht, obwohl, naja, es ist aber auch noch einiges, was da weg muss, gerade auch die ganzen Steine dann. Mit den Steinen selbst wiederum können wir dann natürlich auch super wirklich an der Burg weitermachen. Das bietet sich dann eigentlich für die, ja, gut, das wird diese Folge wohl einige Spitzhacken kosten, schätze ich mal. Auf jeden Fall können wir dann super an der Burg weitermachen, wenn wir dann erstmal die ganzen Steine und so haben. Ja, genau, dass das Haus im Grunde genommen im Freien steht, so als hätte man das irgendwie auf eine Wiese gesetzt. Und dann soll im Endeffekt das halt so gemacht werden, dass da dann auch ein ordentlicher Garten drumherum kommt und alles mögliche, dass es eben richtig schick gemacht wird und nicht mehr so in den Berg eingearbeitet ist. Aber es wäre ganz gut, wenn ihr Richtung Turm nicht so viel Erde wegnimmt,
weil der dann ja vielleicht doch irgendwie noch in dem Berg gearbeitet bleiben kann oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir es genau machen, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall erstmal das Haus schön freilegen, dass wir da auf jeden Fall schon mal ein paar optische Arbeiten dran vornehmen können. So. Tralalala. Und dann kann man das hier ganz schön so machen als Eingang. Da kann dann auch noch Kies mit drauf. Dann vielleicht mal noch so. Und hier mache ich jetzt einfach mal diese Büsche drumherum, in der Hoffnung, dass das dann einigermaßen akzeptabel aussieht und nicht völlig beschissen. Denn gerade sieht es schon irgendwie so ein bisschen beschissen aus. Einfach mal so hier dran lang. So wird schon irgendwie passen dann. Oh, da muss aber noch Erde hin. Sonst sieht man das da nämlich durch. Zack, zack, zack. Und hier muss sowieso irgendwie auch noch alles freigemacht werden und was nicht alles. Wie sieht's aus mit Werkzeugen? Ihr werdet wahrscheinlich vor allem Spitzhacken brauchen, ne? Ich hatte Schaufeln jetzt ja einige gemacht, so. 6 Eisen, oh cool. Ja gut, dann haben wir ja auch schon wieder 6 neue Schaufeln da uns gerade zusammengesucht. Auch gut. Aber wie gesagt, es wird wohl wahrscheinlich primär so an Spitzhacken fehlen, ne? Gehe ich mal einfach so von aus. Ach genau, hier, der Niklas hat auch schon angefangen, den Boden dann direkt aus Erde zu machen. Das ist auch sehr gut. Sonst hat man ja nachher die ganzen Steinplattformen quasi auf dem Boden. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Du hast mir... Echt? Wie? Ich habe dir Eisen gebrannt. Was soll das heißen, Junge? Was heißt das? Gegeben. Ich habe dir Eisen gegeben. Ich habe dir vielleicht Werkzeuge gegeben. Aber Eisen glaube ich nicht, oder? Hab ich Eisen gegeben? Guck doch, Junge. Was denn? Ach, dann, nee, habe ich dir das nicht gegeben, sondern ich habe das da fallen gelassen oder so, weil ich am Crafting Table fertig war. Kannst du einfach mal irgendwo hinschmeißen oder so. Dann kann ich damit direkt schon ein paar neue Spitzhacken machen. Genau. Danke sehr. Naja, die Sticks mir auch. Genau. So, zack. Die Zäune können dann schon wieder beiseite. Die Schere kann auch schon wieder weg. Und dann mache ich auch mal direkt noch ein paar Spitzhacken. Wie sieht's mit Essen aus? Habt ihr noch genug? Oder soll ich schon mal irgendwie ganz viel wieder vorbereiten machen oder so? Also ich habe ja noch ordentlich Weizen und Kakaobohnen, da mache ich jetzt, glaube ich, erstmal noch ordentlich Kekse draus. Ja gut, 16 Brote werden auf jeden Fall reichen. Ich mache mir gerade mehr Sorgen um die Leute, die nur Kekse haben. Aber ich habe gerade mal eben 2, 4, 6, 8 Stacks Kekse gemacht. Okay, das sollte auch wohl erstmal reichen. Dann, tja, ich habe ja noch keine so richtige Essenstruhe. Dann mache ich, glaube ich, da einfach mal Essen rein. Gut, also oben rechts von der Nether-Truhe, links ist Nether-Zeug und rechts ist dann jetzt das Essen. Nether und, habe ich da immer einen freigelassen oder so? Ich glaube ja, ne? Essen nach rechts, genau. Und da packe ich dann einfach Kekse und sowas rein. Und wenn ihr irgendwie was braucht, mein Gott, dann nehmt euch da halt raus. Ist ja ganz egal. So, eine weitere Sache, die mir gerade auffällt, wo es denn gerade schon wieder dunkel wird, ist, dass ich ja auch rumgefragt hatte, wie wir das denn handhaben wollen mit diesem Schlafenlegen und so und dass ja alle dann immer ein Bett dabei haben müssten und den ganzen Quatsch und dass das natürlich jetzt, okay, mit 3, 4 Leuten ging es natürlich noch, aber wenn auf Dauer wirklich mal 5, 6, 7, 8 Leute mitspielen, wird das Ganze natürlich entsprechend schwer irgendwie umzusetzen, von daher machen wir das ganz einfach und zwar so und zack, ist es wieder morgen. Das ist im Grunde genommen nur zeitsparend. Ja, genau, Cheater, haha, toll. Ja, genau, also das ist so dieses, ja, ich denke, es ist schon irgendwie klar, was der Sinn jetzt dahinter ist und warum ich das mache. Es ist einfach, um Zeit zu sparen, weil man natürlich jetzt auch während... Alter, haltet doch euer Maul, ey. Weil man natürlich auch einfach jetzt in der Aufnahme was schaffen will. Und das ist natürlich doof, wenn man sich dafür dann... Vor allem, wenn ich dann warten muss, bis ich die anderen... Ja, genau. Bis sich die anderen da ins Bett gelegt haben und so. Da habe ich nun wirklich keine Ambitionen so. Okay. Was sollt ihr arbeiten? Ihr sollt das freimachen, immer noch. Sagt nicht, ihr seid schon fertig. Nee, fertig sieht das noch nicht aus. Da habt ihr noch einiges vor euch. So, wie fertig? Ne, bist du überhaupt nicht. Ich habe gerade geguckt. Ey, laber keinen Scheiß. Gut, Falltüren brauche ich noch einige. Falltüren kann ich auch ganz gut machen, denn ich will ja auch diese... schnuckelige, schöne Baumallee da wieder mal hinsetzen, so wie sie eigentlich schon vor geschätzt 100 Folgen mal geplant war. Kohle, yay! Als hätten wir davon nicht genug. Wuhu! Aber gut, trotzdem gut. Okay, ich hole mal gerade ein paar Birkensäpplinge, während meine Arbeiterschaft da fröhlich weiter im Schweiße ihres Angesichts malocht. Aber gut, da habe ich natürlich kein Problem mit. So, tap, 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 tap.
Oh, und ich weiß auch schon, was der nächste oder beim nächsten Mal. Ah, jetzt habe ich eben gesagt, bei der Burg das nächste Mal weitermachen. Dann vielleicht beim übernächsten Mal oder so. Muss auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen Sand geholt werden. Einmal, um natürlich in der Wüste da so ein paar Löcher zu stopfen, die da so entstanden sind. Aber auch, um überhaupt an Sand zu kommen, damit man vielleicht auch mal komplett so als wirklich separate Community-Bauaktion sozusagen einfach mal irgendwas in die Wüste setzen kann. So aus Sand oder aus Sandstein oder so, wenn ich jetzt sage, ja okay, da kann die Community nach der Aufnahme dann einfach irgendwie eine halbe Stunde mal noch irgend so eine Pyramide oder einen Turm oder was weiß ich was bauen. Das wäre eigentlich auch ganz chillig. Ja, wie, du hast 2 Stacks Sand, wo hast du denn Sand her? Ist das Sand an dem Haus gewesen? Was zur Hölle? Okay, und gleich 2 Stacks? Okay, das habe ich anders in Erinnerung. Wo ich mir auch gerade noch so ein bisschen unsicher bin, da könnt ihr ja mal gerade schreiben, wie ihr das denn wohl besser fändet. Wenn ihr jetzt dieses Haus freilegt, dann legt ihr ja automatisch mehr oder weniger auch diesen Gang hier zum Turm frei, den ich auf der einen Seite mit Glas verkleidet habe. Wollen wir das dann auch komplett da rausholen oder wollen wir den Gang vielleicht sogar irgendwie wegmachen oder so? Denn das sähe ja auch irgendwie komisch aus, wenn das Haus so im Freien steht, aber dann der Gang noch so im Berg drin ist. Das wäre ja irgendwie nicht wirklich schön wahrscheinlich. So, das da kommt man gerade noch mit weg. Könnt ihr mal vielleicht gerade, also ihr seid da jetzt gemeint. Was, wie würdet ihr das denn jetzt machen? Die gerade mitspielen so. Den Gang da auch mit frei machen? Ja, genau ihr. Würdet ihr den Gang da auch mit frei machen? Oder ihr braucht jetzt hier nicht gucken. Ich meine auf der anderen Seite. Dann können wir auch gerade einmal rüberlaufen. Dann zeige ich das nochmal. Also da, wo halt dieser Glasgang ist auf der einen Seite, der ist ja mit dem Haus direkt verbunden. Ob man dann sagt, ja komm, der wird halt auch mit freigelegt. Oder ob man den irgendwie wegmacht oder wie auch immer. Ist jetzt so die Frage. Also da, wo Niklas jetzt so vorsteht. Denn wenn wir das einfach im Berg lassen, dann wäre das Haus ja irgendwie so halb im Berg, aber irgendwie auch nicht. Denn es soll natürlich, wie gesagt, ja auch irgendwie so ein bisschen Garten da drumrum oder so. Im Berg. Ja, okay, dann probieren wir das erstmal aus, können dann ja gucken, wie es aussieht. Andere Fassade. Fassade meinst du wahrscheinlich? Eine andere Fassade kommt auf jeden Fall hin, ja. Im Moment ist es ja wirklich nur aus Birkenholz. Da kommen auf jeden Fall ordentlich Holzsäulen rein und ich werde das wahrscheinlich auch außen dann aus Eichenholz ersetzen oder so, beziehungsweise euch irgendwie ersetzen lassen oder so, je nachdem wie weit wir denn so kommen, denn wir liegen auf jeden Fall super im Zeitplan, würde ich sagen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir das hier schaffen in dieser Aufnahme. Das hätte ich gar nicht mal unbedingt gedacht, so viel wie das ja doch eigentlich ist, aber na gut, das wird sich dann ja eh noch zeigen. Erstmal ein bisschen weitermachen. Ich fange hier mal mit dieser Allee jetzt wieder an. Tja, und so ganz zufriedenstellend ist der Weg da aber auch noch nicht gerade. Das jetzt einfach hier mal so ein bisschen wieder rumziehe. Sonst müsste ich das irgendwie ein bisschen abändern oder den Baum vielleicht woanders hin machen oder so. Tja, ich kann jetzt natürlich auch den Baum noch... ich weiß es nicht. Hier könnte man auch gut Bäume vormachen. Ach, keine Ahnung. Erstmal jetzt noch Glowstone und Zäune holen, damit wir nämlich die Laternen da hinsetzen können. Sticks haben wir hier, aber nicht wirklich genug. Noch mehr Sticks, zack. Und daraus Zäune machen. Dab, 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 dab. So, okay. Und Glowstone mitnehmen. Glowstone. Gut. Habt ihr noch genug zu essen und Werkzeuge und alles, damit ihr hier schön weiterknechten könnt? Bald neue Spitzhacken, okay. Die habe ich in die Werkzeugtruhe getan, da sind schon neue drin. Und da habe ich schon richtig schön vorgesorgt, damit ihr auf jeden Fall auch weiter rackern könnt. Gut. Ja, aber hier mit dem Weg, das mache ich anders. Ich glaube, da baue ich einfach so eine Querverbindung und mache hier dann auch nochmal Bäume irgendwie vor. Die Rohstoffe kannst du erstmal behalten, die kannst du dann einfach am Ende der Aufnahme da im Community-Haus in die Truhen tun. Und dann sortiere ich das nachher einfach einmal soweit durch. Also da jetzt keine unnötigen Mühen machen. So, das hier einmal hier einsortieren. Und hier den ganzen Müll hin. Und dann wird das ja wohl schon irgendwie schön aussehen, so mehr oder minder zumindest. Ich hoffe, es ist gerade überhaupt ersichtlich, was ich hier überhaupt versuche zu bauen. Es sind halt diese eigentlich bekannten erhöhten Bäume, die so mit Falltüren dann eben irgendwie schön gemacht werden.
Kennt ja eigentlich jeder. Und das muss jetzt irgendwie hier so an die Karte und an die Wege und so halt angepasst werden. Das erweist sich gerade als schwierig. Aber das kriegen wir hier schon irgendwie hin. So, dann kann ich hier nämlich den Weg aus Kies machen. Und vielleicht davor noch einen Baum setzen. Oder ich lasse es auch einfach bleiben. Und mache da dann noch Garten hin. Das geht natürlich auch. Ach, naja. So.